Hallo und herzlich willkommen. Darksiders 2 in der Definitive Edition. Wir haben gespielt Darksiders 2, dann haben wir gespielt Darksiders 1 und jetzt spielen wir Darksiders 2. Komische Reihenfolge, macht aber nichts. Und hier sind ein paar Daten. Ja, 2015 ist es rausgekommen und wir schlüpfen diesmal in die Rolle von Tod. Im ersten Teil waren wir ja Krieg, im dritten Teil waren wir Fury, also Wut. Wobei ich glaube, Wut ist eigentlich gar kein richtig apokalyptischer Reiter. Ich glaube, das war doch irgendwie Krieg, Hunger, Pestilenz und Tod. Oder? Waren es die vier? Nicht ganz sicher. Tod ist der coolste. Das wissen wir seit der Scheibenwelt. Das ist eine extrem coole Socke. Mal schauen, wie Tod hier in Darksiders 2 dargestellt wird. Ich versuche mein Glück mal mit einem Gamepad. Das scheint zu funktionieren. Jetzt habe ich einmal zu schnell geklickt. Nein, doch nicht. So. Ich mag die Spiele eigentlich schon ganz gerne. Ich hatte da bisher immer viel Spaß gehabt mit diesen Spielen. Also den ersten Teil habe ich durchgespielt. Den dritten Teil fand ich auch ganz charmant. Den habe ich aber nach dem Video nicht wirklich weitergespielt. Ach so, ich muss auf Annehmen klicken. Oh. Okay, okay, okay. So, dann legen wir mal los. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Komplett deutsch. Gut, schön. Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Da wissen wir Bescheid, oder? Es gibt auch noch Darksiders Genesis und da spielen wir, glaube ich, Streit. Der ist aber von der Spielart ist der Teil ein bisschen anders. Das ist eher so wie so ein Twin-Stick-Shooter. Hier haben wir ja Third-Person-Perspektive. Schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten. Finde den Hüter der Geheimnisse. So, wir sitzen auf einem Pferd. Das ist ja schon mal eine tolle Sache, oder? Hat man, glaube ich, im ersten Teil aber auch. Leuchtet immer dann, wenn Verzweiflung zur Verfügung steht.
Okay. Die beiden um Verzweiflung rufen. Achso, das ist so wahrscheinlich mein Pferd. Ah, mein Pferd heißt Verzweiflung. Okay. Okay, wir können galoppieren, verbraucht aber irgendwie Ausdauer. Wo sehe ich denn meine Ausdauer? Nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Ich sehe zwar nicht, wie die Ausdauer oder wo die Ausdauer sich gerade hier verbraucht, aber wir nehmen es einfach mal hin. So, Wände können wir hochklettern. Gut, der ist aber gelenkig, der Bursch. RB, um eingehenden Angriffen auszuweichen. Was prügelt der denn durch die Gegend? Der hat hier so zwei Sensen, kann das sein? Kann ich eigentlich auch Gegner aufschalten hier? Er verliert so schnell so ein bisschen die Übersicht. Oh, hier ist ja noch einer. Was war das jetzt? Gulpen. Na, die nehmen wir doch, oder? Beziehungsweise wir rüsten die auch direkt aus. Die Stulpen. Die können jederzeit, um ihr Gepäck anzeigen zu lassen. Dann machen wir das doch mal. Wir haben hier verschiedene Sensen möglicherweise, irgendwann mal. Wir haben Zweitwaffen, wir haben Schultern, wir haben Rüstung, wir haben Handschuhe. Und die können wir auch ablegen. Das sehen wir dann sogar an der Person wieder. Ja, die können wir anlegen, da haben wir noch wahrscheinlich Stiefel, Talismane und Aufgabengegenstände. Okay, laufen wir mal weiter. Die dunkle Festung. Da wollen wir bestimmt reinlaufen. So, die Spitze der dunklen Festung soll ich erreichen. Okay, an der Wand langlaufen hat jetzt so mittel funktioniert, ne? Komme ich dann so aus der Nummer wieder raus? Hier kann ich anscheinend hochbringen. Schräg an die Wand um. Ah, so funktioniert das. Okay, gedrückt halten. Das war wieder nix. Aber ist ja schön, dass wir aus der Grube auch wieder rauskommen. Ne, ich muss gar nicht A gedrückt halten. Ich muss einfach nur A drücken und schräg gegen die Wand springen. Dann macht er das. Und dann kann ich hier springen. So, und dann bin ich oben drüber. Was geht hier ab? Geht hier was ab? Kann ich eigentlich hiermit irgendwas machen? Mit B kann ich dann so einen Finisher irgendwie draufhauen. Hier kann ich mir so ein bisschen Kanonenfutter quasi freikloppen, habe ich so den Eindruck. Ein Heiltrank, ja, den nehmen wir doch mal. Benutzen müssen wir den nicht, wir sind ja fit genug hier gerade. Okay, ich kann einfach hier gegen Balken springen, wenn ich das richtig verstehe. Ah! Schön, dass der an Holzbalken rumklettern kann.
Da wird automatisch gespeichert. In der Luft kann ich offensichtlich auch hier Moves machen. So, um an der Wand hochzuklettern. Aber hier sind doch... Hier sind doch Schuhe. Die will ich doch. Halt! Das bist du für einer. So, Ende Gelände. Jetzt nochmal zurück zu den Schuhen. Die wollen wir doch ausrüsten. Hallo? Ach, gedrückt halten wäre richtig gewesen. Ne? So, ausgerüstet. So, hier können wir doch an der Wand hochklettern. Ist schon ein agiles Kerlchen, oder? Hier können wir auch wieder... Manchmal kommen sie halt auch alleine raus, ne? Die... Oh, ein Hammer. Schaden, langsam. Wollen wir den einfach mal ausrüsten? Und mal gucken, was wir damit... Drücken Sie jetzt, um sie zu verwenden. Ja, und du? Ich hab sie doch, aber was soll ich denn jetzt machen, um die zu verwenden? Ah, so, das macht aber mehr Sinn. So. So, erstmal hier mit dem Hammer einen ordentlich übergegeben. Hier war doch gerade noch irgendwas mit Stulben. Die sind doch besser. Die rüsten wir direkt aus, die Stulben. So, jetzt habe ich wieder so ein bisschen so ein Richtungsproblem, ne? Wenn ich nach da klettern will, dann muss das doch so gehen. Komme ich jetzt hier wieder runter? Einfach fallen lassen. Was haben wir hier Tolles? Irgendwelche Münzen. So, und wieder hier die Wand hochklettern. Ist schon ein ganz schöner Quacksler hier, der Typ, ne? Und jetzt? Stehen wir hier, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als könnte hier was passieren. Kommt hier so ein Eisheiliger um die Ecke. Ein Eisriese! Na gut. So, eingehende Angreifer ausweichen, hat gerade wieder super funktioniert. Ah, damit kann ich jetzt... Man verliert so schnell die Übersicht. Hier eigentlich auch sowas wie Ausdauer oder sowas. Moment, wir haben doch hier auch irgendwo haben wir doch auch einen Heiltrank irgendwann mal gehabt, oder? Warum sehe ich keinen Heiltrank? Ja, schade, gell? Ja.
Moment, indem ich was drücke? Indem ich das drücke, okay. Ich bin hier gerade wieder so tastenmäßig in einem anderen Game, habe ich den Eindruck. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Spiel gespielt habt und da habt ihr mit B ausgewichen zum Beispiel? Und dann kommt sowas, wo ihr mit RB ausweicht, das ist echt... Das stellt mich vor echt ein Problem, sowas. Ja, wer ist das denn? Verstärkung. Nee, das war ich. Okay. Wieso sah ich denn da gerade so anders aus? Mal gucken, hier haben wir einen Hammer. Den ist, glaube ich, der ist besser als den Hammer, den ich habe. Okay, automatisch einsammeln geht auch. Es sieht jetzt gerade so aus, als käme ich zu der Spitze des Turms, ne? Alles ganz schön verlottert hier. An parallelen und senkrechten Wänden kann Tod seinen Wandlauf fortsetzen. Was will er mir denn damit sagen? Habe ich hier gerade irgendwas übersehen? Nö, ne? Oder... Zeig mir den Weg. Das wollte er mir zeigen, irgendwie. Ja, kletter doch hoch. Nein! Okay, da bringt er mich zurück. Das ist ja fein. Der ist ja aber mies drauf. Ich will den Ort aber nicht verlassen. Ich will hier... Na, oh nee, sowas hasse ich immer. Aber auch das kriegen wir schon noch hin. Ich finde das schon auch ein bisschen lustig, wie der hier so rumquackselt, ne? War ja so eine knappe Nummer hier irgendwie. Na komm, du willst doch bestimmt hier hochklettern. Ja, ich würde doch jetzt gerne hier rüber. Ach, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder erstmal diesen hier machen. Nee, oder? Nee, doch nicht in die Richtung springen. Du Pappnase. Nur weil du tot heißt, musst du dich doch nicht ständig in Tod stürzen. Ich meine, die Theorie haben wir verstanden, ne? An der Praxis hapert es noch. So, wie zum Henker komme ich denn jetzt bitteschön dahin, dass ich hier darüber laufen kann? Ich muss doch bestimmt jetzt hier bei der Wand rüberlaufen, aber kann ich? Ah, jetzt geht's. Das ist manchmal ein bisschen hagelig.
Einfach mal mit dem großen Hammer hauen. Jetzt haben wir hier einen Heiltrank. Ich glaube, den benutze ich mal. So, und das hier. Oh, das können wir mal mitnehmen. Schadet nichts. Da stelle ich gerade fest, dass ich gar keine Ahnung habe, wo ich eigentlich lang will. Ah, wahrscheinlich will ich hier lang. Und da ist ja auch der Rabe wieder. Nimmermehr. Ei, wie agil der Typ ist, ja? Hier ist doch auch wieder so ein komischer Balken. Da kann man doch bestimmt rüberspringen. Und dann nach oben springen. Und jetzt müssen wir wieder diesen hier machen. Und gleich nochmal. Da muss ich wohl hoch. Ui, jetzt sind wir doch scheinbar mal ganz oben hier. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Zieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche. Wie ich dich verfluche. Ist nicht gut Vorsicht, ausgegangen für ihn. Vater, ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen. Sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Der Alte will sich mit mir anlegen, oder was? Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Da ist er doch. Während des Fokussierens mit L Blue eine Richtung und RB drücken, um auszuweichen. Okay. Da ist mit Ausweichen gerade nicht so viel.
Das stört ihn auch nicht wirklich, wenn ich den mit meinem fetten Hammer haue, ne? Der Bursch. Hier diese Panik-X-Drückerei. Hat anscheinend jetzt nicht funktioniert. Ich finde das halt immer ein bisschen schade, wenn... Wie hat er das denn gemacht eigentlich? Kann er parieren oder was? Hä? Moment mal. Da bin ich nicht mit einverstanden, dass du so Sachen machen kannst. Das Wasser ist gleich wieder. Ja, komm, neu starten. Wir machen das schon nochmal. Ich hoffe, es geht auch direkt beim Kampf los und nicht irgendwie... So. Ja, komm, wir überspringen das doch mal. Wir wollen doch hier uns prügeln. Mit LT eine Richtung... Hat gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich wieder X drücken wie ein Weltmeister. Oh, das hat jetzt anscheinend funktioniert. Da hätte ich jetzt wetten können, dass ich ausgewichen wäre. Auch da hätte ich wetten können, ausgewichen zu sein. Manchmal ist das mit dem Ausweichen so eine Sache. Da will er anscheinend einfach nicht. Komm, jetzt müsste ja wohl gelingen, oder? Jo, ne? Na, jetzt aber richtig. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht deine. Ei, was passiert jetzt denn? Wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis. Wurde Tod in sein Verderben geschickt? Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden,
und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Wer ist er denn? Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist es nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Da hätte man jetzt auch ausweichen können. Ja, ich will doch was einsammeln da. Gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Okay. Was mich betrifft. Ich muss wieder an die Arbeit. Ja, wer bist denn du überhaupt? Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Ich bin Erschaffer. Sogar älter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. So, kann ich jetzt endlich mal hier diese Waffe einsammeln, die ja hier irgendwo war? Cool. Ja, habe ich verstanden. Ja. Machen wir das erstmal, oder? Nekromant. Ghule aus den Sensen an der Seite kämpft. Wenn sie über das Schlafen dann einen wilden Sensenangriff. Das finde ich cool. Okay, nach unten kann ich sie einsetzen. Habe ich verstanden. Da sind sie, die Ghule. So, hier ist doch eine Schatzkiste. Ich sehe es doch. So, Stulben, die rüsten wir auch direkt aus. Und hier hinten gab es da irgendeine Waffe. Ich sehe sie da, da liegt sie doch. Was ist das denn für eine? Eine Kleve. Oh, die finde ich gut, die will ich. Ah, genau, die ist auch cool. Und nu? Was musste ich tun? Was ist denn das hier eigentlich? Wieso hat er hier so Löcher? Ach, vielleicht muss ich einfach mal in die Richtung hier laufen. Möge die Schmiede der Erschaffer deinen Weg erhellen. Ja, alles klar. Tschüss.
Okay, das sind diese kontextbezogenen, hast du nicht gesehen. Ist ja eigentlich auch ganz hübsch hier, ne? Was habe ich gesagt? 2015 ist das rausgekommen, oder? Drei Stein. Was mag das jetzt wohl heißen? Ist der Ort hier oder was? Und das ist offensichtlich die Schmiededame. Und jetzt bin ich auf einmal mittendrin. Und wer ist er hier? Hm, der Sensenmann. Wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Doch, machen wir mal, oder? Ich kann deine Probleme beenden, Erschaffer. Nun, dann darfst du es gerne versuchen. Diese Klinge ist älter als du, Reiter. Und größer. Ich werde mal los. Sie und dich zurechtstutzen. Genau, legen wir mal los hier. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Vielleicht hätte ich. Hast du genug von besser? Was war denn das jetzt? Okay. Okay, das war einfach mal so, einfach mal irgendwie so, ne? So, jetzt suchen wir aber doch einfach mal hier die Schmiedemeisterin, oder? Was haben wir hier Schönes? Ihr Posteingang ist leer. Ja, okay. Das ist eine schöne Formulierung. Sie haben Post. So, hier ist doch die nette Schmiedemeisterin. Ein Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein, die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du, einer der vier, suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren, versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Ja, du wir bist sind aber auch nicht keine unbedingt. Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Was ist dieser Ein Tempel, der im Schatten der Steinvater... Dort wurde das Feuer... Reiter von der Stadt nach Osten. Über den verkohlten... Kein Mann der Gruppe. Aber seine Stimme ist das... Ja, er arbeitet, während du redest. So... sprich mit Tane, das haben wir doch schon gemacht.
Reden wir halt nochmal mit dem Typen, ne? Wo ist er denn? Ich glaube, der steht da oben. Wer ist er hier? Ach, er ist doch der andere. So, aber ich soll ja mit ihm hier reden. Weiter. Auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Genau, den suche ich. Deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch... Ja nun, wer ist schon... Hast du Weisheit zu teilen, oder ist sie vor... Ach, Weisheit ist nicht genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben... Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. Genau. Was? Erntewache. Tan hat dir einen neuen Move gezeigt. Erntewache. Dieser soll dir auf deinen Reisen helfen. Kannst du erwerben, indem du seine Trainingsoption auswählst. Benutze Erntewache durch Drücken von Rupp vorwärts, ausweichen und X. Rupp, vorwärts, ausweichen und X. Ich sag mal, ich nehme mal an, keine Ahnung. Vorwärts, ausweichen und X. Das war das bestimmt. So, cool. Dann geht's hier weiter. Wie komme ich denn hier rüber? Über die andere Seite, würde ich sagen, ne? Na, guck mal, hier gibt es da auch irgendwie einen Weg. Da komme ich halt wieder hier hin. Und jetzt versuche ich es mal hier lang. Ne, ich will nach oben. Oh, hier so ein... Wie heißen die Biester mit diesem... Kennt man doch auch von... Oh, ich habe alles vergessen. Von was kennt man die? Beholder. So heißen die Dinger doch, oder? Ach, da oben war die Ausdauer. Okay. So, und jetzt komme ich hier nicht durch. Ja, das ist jetzt ein Ding. Wie komme ich denn hier jetzt irgendwie weiter? Das ist ein tolles. Ah ja, Vulgrim mal wieder. Der Name kommt mir noch bekannt vor.
So, aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Da hinten ist doch irgendwas zu sehen. Also es ist schon ein bisschen langsam auf diesem Pferd. Ich hätte mir ein bisschen mehr... bisschen mehr Tempo gewünscht. Ja, es bringt nicht so viel, aber hier ist wieder so eine Seite. Die bringt mir doch was. Nein, das sind Fährmannsmünzen, gar keine Seite. So richtig weiß ich gerade nicht so, was ich machen soll. Vielleicht muss ich mal so Richtung gelben Punkt reiten. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Vielleicht bin ich auch einfach in die falsche Richtung geritten. Hier ist doch irgendwas. Da ist irgendwie irgendein Symbol auf der Karte. Das ist doch der Wulgrim, den kennen wir doch. Hi, grüß dich. Komm näher und sieh was, Wulgrim. Ja, gucken wir mal. Sei gegrüßt. Wulgrim. Was weißt du, was? Ich bin nicht frei. Ich bin nur. Ich. Na los. Ja, Wabe, komm, zeig her, was hast du denn? Frische Waren. Neuvergabe, ererbtes Artefakt. Das können wir verkaufen. Wir können den Hammer verkaufen. Wir können alles verkaufen, ne? Ein andermal. Bis dahin. Ebenso wie mein... So. Da bin ich doch hergekommen, oder? Nee, da muss ich hin. Da ist doch dieser gelbe Punkt. Und im Unheilsforst war ich noch nicht, aber das ist auch eine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Jetzt will ich doch mal hier Sachen einsammeln. So, das wollen wir auch direkt ausrüsten. Und hier liegt da auch irgendwas, was cool ist, oder? Klauen. Ah, okay. Die sind anscheinend... Das klingt so, als würde hier noch irgendwas rumlaufen, aber ich sehe nichts. Klauen sind die Zweitwaffe jetzt. Die Erstwaffen sind immer hier die Sicheln. Okay. Aber ich habe noch ein Pferd. Warum laufe ich eigentlich? Hier ist noch eine Kiste. Da gehen wir doch natürlich mal hingucken, oder?
So, hier das Gewand, das wollen wir ja auch nochmal haben, ne? Und da ist doch auch irgendwas noch zu finden. Bin ich jetzt hier runtergefallen? So, irgendwie schon, ne? Aber macht ja nichts. Hat der hier gerade mich vom Pferd gehauen oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sieht manchmal schlecht, ob irgendwelche Gegner kommen. Das macht einfach hier ganz schön viel Krach alles. Oh, hier ist wieder eine Kiste. Die sind aber hier weich gesät, diese Kisten. Kiste? Ach, die ist bestimmt da oben irgendwo. Ja, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin zu dieser Kiste? Manchmal versteht man halt nicht so richtig, warum man da jetzt nicht hochklettern kann und woanders dann sehr wohl. Was da oben ist, auch irgendwas Cooles, wo ich gern hinkommen würde. Ach, guck mal, hier kann ich ja wieder rumlaufen. Das klingt so ein bisschen wie ein Pferd, oder? Ah, schaut an hier. Da komme ich zur Kiste. Ja, super. Und wegen, da komme ich zur Kiste. Wahrscheinlich muss ich doch hier wieder die Wand langlaufen. So, jetzt aber zu der Kiste. Und was haben wir hier Tolles? Vagabundenstulben. Erfahrung plus 3, Verteidigung 4, weniger. Erfahrung klingt gut, oder? War hier oben nicht noch irgendwas Cooles? Da oben war was. Komme ich da auch irgendwie hin? Musste der jetzt hier komplett runterspringen eigentlich? Keine Ahnung, was das ist. Ich will aber ehrlich gesagt ein bisschen weiter gucken. Ja. Wir müssen ja auch gleich mal zum Fazit kommen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht.
So, komm, jetzt gibt's Ärger hier. Wo war denn das Ding jetzt? Ich hab doch gerade eben irgendwas gehabt. Jetzt finde ich's nicht mehr. Ich glaube, das Ding ist, das speichert halt jetzt wieder automatisch, ne? Von daher weiß man immer nicht so richtig. Ja, die habe ich doch an, die Rüstung. Die habe ich, glaube ich, an, oder? Ich weiß immer nie so richtig, was das Sternchen jetzt bedeutet. Das Sternchen bedeutet irgendwie, das ist neu, habe ich den Eindruck. Aber wenn ich nur eins davon habe, doch, dann geht das auch weg. So, jetzt haben wir aber hier gespeichert. Und ich kann auch hier speichern. Und dann sage ich mal Spiel beenden. Jawohl. Und bin, glaube ich, im Hauptmenü. Und wir können mal ein Fazit ziehen. Ich habe es, glaube ich, bei den anderen Teilen schon erzählt. Mir gefallen die Darksider-Titel schon ausgesprochen gut. Ich finde das Setting irgendwie ganz nett mit diesen apokalyptischen Reitern. Und ich fand die Grafik bei der auch immer ansprechend. Das ist ja so ein bisschen auch dieses... Ich behaupte immer, dass es Cell-Shading heißt, ne? Also so ein bisschen so... ein bisschen wie angemalt. Und gefällt mir schon ganz gut. Und auch, wie gesagt, die Story, die packt mich schon auch immer so ein bisschen. Und ich finde es auch sehr kurzweilig. Das ist jetzt wieder nichts, wo ich jetzt vielleicht nicht einen ganzen Sonntag spielen würde. Aber ich finde es eigentlich so zwischendurch immer mal ganz lustig. Und wie gesagt, die Kämpfe fetzen ganz gut. Also die Grafik passt. Ich finde die Vertonung ist okay. Ist auf jeden Fall deutsch. Das ist sehr schön. Die Steuerung funktioniert einwandfrei. Man muss ich ein bisschen dran gewöhnen, weil sie sich halt jetzt doch anders spielt wie zum Beispiel ein Souls-like. Und wenn man da ein bisschen gespielt hat, dann hat man eben so die Tasten irgendwie so im Muskelgedächtnis und muss sich da ein bisschen umgewöhnen. Vielleicht kann man es auch umbelegen, wäre eigentlich mal eine Idee reinzugucken, oder? Dann kann man das ja möglicherweise... Nee, sieht jetzt nicht so aus. Muss man wahrscheinlich mit leben. Aber ist ja auch irgendwo in Ordnung. Also wie gesagt, man gewöhnt sich dann an. Ansonsten funktioniert die ganz gut. Ansonsten finde ich, es ist ein sehr eingängiges Spielprinzip. Fand ich bei den anderen beiden, glaube ich, auch schon immer. Ich würde mal wieder die 5 Fähnchen geben. Ich glaube, die anderen haben auch 5 bekommen. Und es ist wirklich ein kurzweiliger Titel, wo man viel Spaß haben kann. Und was eine ganz abgedrehte, witzige Geschichte erzählt, und hier kann man ja auch noch weitere Skills bekommen und so weiter. Das ist eine feine Sache. Schaut es euch mal an, ist ganz hübsch. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht, außer das Übliche, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ganz wichtig, ja, damit nur gute Dinge für euch passieren, abonniert diesen Kanal und macht vor allem Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.